Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt's mal wieder eine Runde Hashtag AskChillLP. Die erste Frage kommt von @ChillLP. Bist du am überlegen, dir eine neue Kamera zu besorgen und wenn ja, welche? Also ich muss ehrlich sagen, ich benutze immer noch meine Canon EOS 700D, die ich jetzt glaube ich schon seit 2,5 Jahren habe. Und ich bin mit der noch vollkommen zufrieden, sie reicht mir vollkommen aus. Und sagen wir mal, mit meiner Kamera würde irgendwas passieren und ich müsste mir eine neue kaufen, dann wäre es glaube ich die Canon EOS 80D, denn es ist im Prinzip genau meine Kamera, nur nochmal ein bisschen besser. Also besserer Autofokus, größerer Sensor, bessere Framerate, vor allem mehr Megapixel auf dem Sensor. Ich meine, das ist jetzt für die Videos nicht so wichtig, aber man kann natürlich extrem geile Bilder damit schießen. Und ja, ich glaube, es wird die Canon EOS 80D werden, weil die hat mittlerweile ja auch WLAN, NFC. Ich glaube, das brauche ich zwar nicht wirklich, aber zum Beispiel auch einen ausklappbaren Bildschirm, was ja extrem geil ist zum Vloggen. Also diese ganzen Leute, die mit einer Sony Alpha 7S vloggen, kann ich nicht verstehen, weil du hast keinen ausklappbaren Bildschirm. Und ja, wenn man den mal hat, dann will man den auf jeden Fall nicht mehr missen. Natürlich auch Touchscreen fällt mir gerade noch ein, hat sie, was die Sony Alpha 7S auch nicht hat. Was doch so einige Vorteile wären, wobei die Sony Alpha 7S natürlich eine geile Low-Light-Performance hat, aber ich glaube, ich würde doch die Canon EOS 80D nehmen. Und der Mason fragt, @ChillLP, hast du erwartet, dass dein PC-Video so erfolgreich wird? Also, es ist ja generell bekannt, dass PC-Videos ganz schön abgehen auf YouTube, aber dass mein PC-Video so abgeht, hätte ich niemals erwartet. Also niemals, Leute. Mein erstes PC-Video ist ja jetzt mittlerweile, ich glaube, 1 Jahr und 11 Monate online, also fast 2 Jahre, und es hat 24.000 Aufrufe. Und mein jetziges PC-Video ist knapp 2 Monate online, bisschen mehr, ich glaube, 2,5 sind es im Moment, und hat einfach 23.000 Aufrufe. Kann sein, dass es mittlerweile auch schon fast überholt hat, mein erstes PC-Video. Aber nein, ich hätte niemals gedacht, dass dieses Video innerhalb so kurzer Zeit so viele Views generiert. Also das ist krass, Leute. Ist auf jeden Fall krass. Und der gute Nadelneko schreibt, @ChillLP, #AskChillLP, was ist dein Lieblingstier? Ich glaube, die Frage hatte ich schon mal, aber mein Lieblingstier ist der Tiger. Ich weiß nicht warum, habe ich damals auch, glaube ich, erzählt, aber keine Ahnung, Tiger ist einfach so mein Lieblingstier seit der Kindheit, was ich einfach extrem gern habe. Und ganz früher, wie ich richtig klein war, wollte ich auch immer einen Tiger als Haustier haben, aber ja, wenn du so einen Tiger mal neben dir stehen siehst, ich glaube, dann überlegst du dir das nochmal anders. Der Franz fragt, @ChillLP, #AskChillLP, bist du mit deinem jetzigen Setup zufrieden? Ja, Leute, auf jeden Fall. Mein PC vorher hat mich ja extrem abgefuckt, aber jetzt mit meinem neuen PC bin ich mega zufrieden. Es ist ja sozusagen das Herzstück vom ganzen Setup. Ansonsten habe ich ja jetzt auch zum Geburtstag von den ganzen Jungs noch ein Headset bekommen. Das war ja auch dringend mal nötig auf jeden Fall. Und ich könnte mich eigentlich nicht beschweren, ich bin mit meinem Mikro auch noch vollkommen zufrieden, mit meinem Bildschirm, ja gut, die könnte man mal bei Gelegenheit upgraden, aber mein Gott, die erfüllen den Zweck im Moment auch noch vollkommen. Maus und Tastatur bin ich vollkommen zufrieden, so oft wie ich im Stream oder so schon auf die Tastatur eingehauen habe und die immer noch hält, bin ich auf jeden Fall sehr glücklich damit. Und mir fällt jetzt wirklich spontan nichts ein, was ich verbessern könnte, außer wirklich bei Gelegenheit irgendwann mal die Bildschirme, aber ich denke mal, das kann noch ein bisschen warten. Passend dazu schreibt er noch der JotixTV, @ChillLP, #AskChillLP, machst du mal wieder eine Roomtour, hast ja jetzt neues Headset und neuen PC. Muss ich ehrlich sagen, habe ich auch schon drüber nachgedacht über eine neue Setup-Tour, aber ich finde, es sind bis jetzt noch zu kleine Änderungen, also ist jetzt noch nicht so krass relevant, da eine neue Setup-Tour zu machen. Und ich habe zwar gesagt, ich bin mit meinem Setup zufrieden, das stimmt auch, allerdings könnte vielleicht auch demnächst mal ein neuer Schreibtisch her. Ich meine, den ich jetzt habe, der erfüllt seinen Zweck auf jeden Fall noch vollkommen, deswegen bin ich auch damit zufrieden. Aber das ist, wie gesagt, der Schreibtisch, den ich seit der ersten Klasse habe, also mein erster Schreibtisch, den ich je besessen habe. Und wie gesagt, er erfüllt seinen Zweck, aber wer öfters die Streams schaut, weiß ja zum Beispiel, dass ich nicht so lange sitzen kann, dass mir dann relativ schnell die Beine wehtun. Und auf der Arbeit habe ich zum Beispiel so einen Steh-Sitz-Schreibtisch, den ich hoch und runter fahren kann. Und Leute, das ist auf jeden Fall Gold wert. Das ist mega nice, wenn man echt nicht mehr sitzen kann, fährst einfach mal schnell hoch und du kannst einfach genauso weiterarbeiten, du kannst genauso zocken. Oder wenn wir zum Beispiel GTA-Rennen spielen, was wir ja in letzter Zeit sehr viel im Stream machen, einfach hingestellt mit dem Controller in der Hand, ist es mega chillig. Und deswegen überlege ich mir vielleicht auch noch einen neuen Schreibtisch zu holen. Und wenn der dann da ist, dann hat sich doch mal bestimmt wieder einiges geändert. Ansonsten überlege ich vielleicht auch mein Zimmer mal wieder umzustellen, man weiß es nicht genau. Und dann, denke ich mal, ist eine neue Setup-Tour auf jeden Fall angebracht. @ChillLP, kommen bald neue Projekte? Fragt der Richie. Muss ich ehrlich sagen, im Gaming-Bereich ist noch nichts geplant, aber ich hätte mega Bock auf irgendein Minecraft-Projekt zum Beispiel, weil seit ich eigentlich Minecraft mache, mache ich nur Minigames. Und ja, würde es mich auf jeden Fall mega freuen, wenn ich mal irgendein nices Minecraft-Projekt machen könnte, weil ich es eben noch nicht hatte und noch nicht ausprobiert hatte. Das wäre auf jeden Fall nice. Ansonsten, im Real-Life- bzw. Vlogging-Bereich ist nicht sehr viel geplant, aber es steht auf jeden Fall trotzdem einiges an. Ihr wisst ja, ich habe ja immer diese Timer-App auf meinem Handy, wo ich immer so genau die Tage, Stunden, Sekunden und Minuten sehe, bis was ansteht. Und ich habe es auch im
Jahresrückblicksvideo schon gesagt, dass dieses Jahr eine Reise ansteht. Und zwar ist die in 102 Tagen schon. Da gibt es 2 Wochen Urlaub auf der anderen Seite der Erde, also fast die andere Seite der Erde. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Es wird richtig, richtig geil. Da bin ich auf jeden Fall hyped. Hab mega Bock, richtig geile Urlaubsvlogs wieder zu produzieren. Ansonsten, kurz nach der Reise steht dann auch wieder die Gamescom an. Bin ich natürlich auch wie immer jedes Jahr hyped, Leute. Sind wir dieses Jahr ja auch einen Tag länger. Also ich denke mal, das wird auf jeden Fall auch nice. Und ansonsten habe ich eine Sache noch geplant mit Leon. Das weiß ich aber noch nicht genau, inwiefern das stattfinden wird. Deswegen sage ich dazu jetzt mal noch nichts. Aber falls es stattfinden wird, wird es auch extrem geil. Und ich würde mal sagen, ihr könnt euch auf jeden Fall auf einen geilen Sommer mit vielen, vielen Vlogs und vor allem geilen Vlogs freuen. Ich bin hyped, Leute. Und es wird Zeit, dass endlich mal wieder wärmer wird. Denn die Kälte fuckt mich ziemlich, ziemlich ab. Und dann kann ich auch geile Vlogs wieder machen. Und die letzte Frage kommt vom lieben Ghoster und ich glaube, das ist so eine Frage, die mich einfach hart triggern soll. @chillp, #AskChillp, was hast du für ein Mikrofon? Ja, ich erläutere es mal ganz kurz für alle, die diesen Insider sozusagen nicht kennen. Der ist aus dem Livestream und zwar hat mich da irgendjemand mal gefragt, jo, wie heißt eigentlich dein Mikro? Und danach hat es mich noch eine gefragt und noch eine und noch eine und noch eine. Und irgendwann, Leute, wenn ihr alle 10 Minuten gefragt werdet, was habt ihr eigentlich für ein Mikro? Was hast du für eine Tastatur? Was hast du für einen PC? Was hast du für eine Maus? Fuckt das ziemlich ab. Und dann hat sich so dieser Insider entwickelt, jo, wie heißt eigentlich dein Mikro? Und es wird jetzt im Moment bei den Livestreams 1000 Mal in den Chat geschrieben, obwohl es eigentlich niemanden interessiert. Aber Leute, es sind ja doch einige neue letzte Zeit auf meinen Kanal gekommen. Das heißt, falls es euch trotzdem interessiert, was ich für ein Mikro habe, wie mein Setup ist, was ich für ein PC habe und was weiß ich nicht noch alles. Es gibt auf meinem Kanal eine Playlist, die heißt Mein Equipment, die kann ich euch jetzt oben hier verlinken. Da könnt ihr draufklicken und dann gibt es eigentlich zu meinem kompletten Equipment Videos. Außer zu meinem Headset, weil ich das erst neu bekommen habe, und zu meiner Tastatur gibt es da kein Video, weil ich damals, wie ich die bekommen habe, nur Gaming gemacht habe. Aber ansonsten, Leute, ihr müsst mich nicht mehr fragen, was für ein PC ich habe oder was für ein Mikro. Schaut einfach auf dieser Playlist vorbei und auch immer, wenn ich neue Videos mache zu Equipment, kommen die in diese Playlist rein. Also die ist auf jeden Fall immer up to date. Da könnt ihr vorbeischauen, falls es euch interessiert. Ja, dann war es das mal wieder mit einer neuen Folge #AskChillLP. Ich hoffe, ich konnte die eine oder andere Frage für euch beantworten. Vielleicht welches Mikrofon ich habe oder so, Leute. Ja, fettes, fettes Dankeschön auf jeden Fall, wie es im Moment mit meinem Kanal abgeht. Also gestern zum Beispiel habe ich gelivestreamt, 130 Abonnenten dazu bekommen. Also ist crazy shit, Leute. Fettes, fettes Dankeschön dafür. Und unter anderem eine Sache, die ich noch sagen wollte, es schauen im Moment mega viele Leute meine Videos, die meinen Kanal noch gar nicht abonniert haben. Das heißt, falls ihr das gerade schaut und noch nicht Abonnent meines Kanals seid und es euch gefallen hat, würde es mich natürlich mega freuen, wenn ihr unter anderem auch ein Abo da lasst. Vielleicht auch einen Daumen nach oben, würde mich freuen. Wenn ihr Bock habt, vielleicht mich noch weiter zu stalken, Social Media Links sind unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne auch Fragen für die nächste Folge #AskChillLP auf Twitter einfach stellen. Würde mich freuen und ansonsten sehen wir uns dann die Tage beim nächsten Video. Bis dahin, Leute. Haut rein!